Auch wenn in Deutschland nicht gerade Wetter für stilvolle Cabrio-Touren herrscht, ist das schon lange kein Thema mehr. Das A3 Cabrio ist voll wintertauglich. Das neu entwickelte Stoffverdeck lässt sich auch von Minustemperaturen und Schmuddelwetter nicht beeindrucken. Die Akustikvariante der fünflagigen Stoffmütze lässt nicht nur Kälte draußen. Das Verdeck sorgt für eine angenehme Ruhe im Fahrgastraum. Die Verdeckautomatik ist nun Serie. Wer die aufpreispflichtige Nackenheizung ordert, kann sogar im Winter die seltenen Sonnenstrahlen offen genießen, ohne gleich einen steifen Nacken zu bekommen. Optisch ist die neue Version sofort zu erkennen. Der Überrollbügel ist weg, das Auto wirkt mit 18 cm mehr Länge dynamischer. Die längeren Überhänge und der nun fehlende Bügel sorgen für ausgewogene Proportionen in der Seitenansicht. An der Front sind nun schmalere Scheinwerfer verbaut, die auch optional als LED-Leuchten bestellt werden können. Gegen Aufpreis, versteht sich. Dass das A3 Cabrio 18 cm länger geworden ist, hat mit dem neuen Heck zu tun. Der Bürzel ist dem Limousinenhintern gewichen. Dadurch ist der Kofferraum ein wenig größer geworden. Das Cockpit ist in Sachen Verarbeitung und Materialauswahl über jeden Zweifel erhaben. Bedienelemente liegen perfekt, auch die Bedienung der optionalen Infotainment-Systeme ist logisch und erfordert nicht ein EDV-Studium. Selbst auf langen Strecken sollte jeder Fahrer eine passende, ermüdungsfreie Sitzposition finden. Für den Beifahrer gilt das Gleiche, solange er in der ersten Reihe Platz genommen hat. Das Plus von 2 cm mehr Innenraumlänge fällt verglichen zur Außenlänge recht mager aus. Auch der durchaus große Radstand von 2,64 m kann das nicht ändern. Auf der IAA in Frankfurt hat Audi die neueste Auflage des A3 Cabrios erstmals enthüllt. Im Oktober war dann der Start des Vorverkaufs und der Produktion. Obwohl das kompakte Cabrio größer als sein Vorgänger geworden ist, bringt es weniger Gewicht auf die Waage. Das zeigt Audis Philosophie des konsequenten Leichtbaus. Jede Neuvorstellung war bislang leichter als die Vorgängerversion. Doch was bringt das dem Fahrer? Zum einen einen geringeren Verbrauch, denn wenn weniger Masse beschleunigt werden muss, braucht der Motor dafür weniger Sprit. Zum anderen wirkt das Auto agiler, beim Beschleunigen und beim Bremsen, aber besonders bei schnellen Kurvenfahrten. Weniger Gewicht drückt das A3 Cabrio spürbar weniger in Richtung Kurvenaußenrand. Richtungswechsel werden spontaner umgesetzt. Audi verspricht, dass 4 Erwachsene bequem Platz finden. Allerdings dürfen diese nicht allzu groß sein. Sitzt ein Fahrer von mehr als 1,80 Meter Größe hinter dem Steuer, wird es auf den formschönen Einzelrücksitzen eng. Ein Chauffeur könnte nun behaupten, dass das bei der typischen Kundschaft nicht das Problem sein dürfte. Da das A3 Cabrio vermehrt von Frauen gekauft wird und diese selten über 1,80 Meter messen, sollten Kinder oder Einkaufstüten ausreichend Platz in der zweiten Reihe finden.